Okay, ich muss erst mit Curly sprechen. Ja, bla bla bla. Bla bla bla. Aha. Bla 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 bla. Ja, das andere Spiel, das ich spiele. Ja, ich kann das nicht wirklich beschleunigen, was sie sagt. Das andere Spiel, was ich spiele, ist Shadows of the Damned für die Xbox 360. Und das ist ein Spiel von Suda51 und dem Typen, der Resident Evil erfunden hat und auch für Resident Evil 4 und 5 verantwortlich ist. Und ja, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Es ist halt so wie ein Grindhouse-Film. Es ist nicht besonders anspruchsvoll, was die Story betrifft, aber die Atmosphäre ist cool und es macht einfach Spaß, es zu spielen. Und ja, ist cool. Und Suda51 ist sowieso ein cooler Entwickler. Er hat so Spiele wie Killer 7 und No More Heroes gemacht, falls euch die irgendwas sagen. Und ja, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren, nicht aufzulabern. Ich will diesmal nicht gegen Balrog versagen. Und ich bin natürlich voll in seine Raketen rein. Stopp, stopp, stopp. Was? Nein, lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los, sag ich. Du sollst mich loslassen. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich sofort los, du blöder Koffer. Okay. Ich hab dich fast, ich hab dich fast. Du kriegst mich nicht nochmal. Jawohl. So, in your face, Balrog. Und jetzt hilf uns gefälligst, den Felsen aus dem Weg zu räumen. So. Ihr gewinnt. Ich werde den Stein für euch bewegen. Aber erinnert euch hier daran. Erzählt niemandem, dass ich euch geholfen habe. Dein Geheimnis ist sicher bei uns. Also, Balrog hat also doch ein gutes Herz. Bereit? Schiebt! Und wir haben es geschafft. Da! Ah! Der Felsen ist aus dem Weg. Und nun, erinnert euch daran. Erzählt keiner Seele, dass ich euch geholfen habe. Nein, werden wir nicht machen. Keine Sorge, Balrog. Du bist ein guter Kerl. Und hey, eine Kiste. Ich denke nicht, dass er wirklich so ein schlechter Kerl ist. Ja, ja, habe ich auch schon gesagt. Hör auf, mir nachzuplappern. Jö, mehr Raketen. Raketen sind immer gut. Und ein Speicherpunkt, damit ich nicht nochmal den blöden Sprung machen muss, der eigentlich nicht dazu da ist, dazu gedacht ist, so gesprungen zu werden. Also eigentlich schon, aber für Anfänger nicht. Sorry, Leute, ich muss mal irgendwas trinken. Und weiter geht's. Eine ganze Welt erwartet uns und Labyrinth M. Und Curly ist mit uns. Ja, sie hilft uns. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Und ich frage mich, ob das Eier sind. Kann ich die zerstören? Kann ich euch kaputt... Ja, ich kann euch kaputt machen. Tatsache. Und ein Ventilator? Ich weiß nicht mehr wirklich, was uns hier in diesem Part des Labyrinths erwartet. Ich kann mich nur noch wirklich bis zum Kampf... Beziehungsweise bis zum Felsen... Wow, 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 er macht uns Schaden. Aber Curly hat Level 3 mit ihr Maschinengewehr. Das ist natürlich praktisch. So, du stirbst. Okay, das scheint nicht wirklich schwer zu sein hier. Was? Was? Was soll das denn? Mistvieh. Das ist noch einer von denen. Die Blauen, die können schießen. Das ist nicht gut, aber... Wow, seht euch mal an, was Curly hier für einen Schaden macht. Das ist geil. Was brauche ich denn noch? Okay, der Polarstern braucht ein paar Level und die Raketen brauchen Level. Du hast Max. Ah, oh, kannst auch ein bisschen gebrauchen. Okay, machen wir erstmal das Schwert voll. Oho, oho, oho. Du stirbst. Ich sterbe, alle auch klar. Gut, was soll's. Ja, versuchen wir es nochmal. Wir haben ja Balrog besiegt, das ist kein Problem. Und Curly ist weg. Hm, aber hier ist sie wieder. Hm, wie mache ich das jetzt am besten, ohne Schaden zu nehmen? Ich brauche Herzen. Gebt mir Herzen. Gebt mir eure Herzen. Ich werde sie fressen. Ich bin ein Killerroboter von der Erde. So. Was bist du ab für ein Vieh? Du hast ein Auge und bist... Schießt heiße Ventilatoren-Dinger und 20. Sowas sehe ich gerne. Sowas sehe ich nicht gerne. Er hat uns 3 Schaden gemacht. Aber ich sehe Erfahrungskristalle gerne, die uns 20 Erfahrung geben. Das ist geil. Oh. Vielleicht sollte ich sie erst zerstören und dann runterspringen. Das würde wesentlich schneller gehen. Aber egal, was soll's. Weiter geht's. Ich glaube, ich brauche mal eine andere Waffe. Mit der lasse ich mich einfach zu oft treffen. Wie das mit dem Feuerball? Ich kann seine Schüsse auch nicht zerstören. Das ist ein wenig suboptimal. Die Feuerbälle funktionieren auch unter Wasser, ist klar. Ist klar. Das sind halt Ultra-Feuerbälle und er trifft uns schon wieder. Und ich habe nur noch 3 Leben. Und wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, sterbe ich wieder. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Curly, würdest du so freundlich sein und mal vorgehen und die Viecher töten, bitte? Ich habe nicht so eine große Reichweite, weißt du? Ich habe dir einfach einen Raketen, wow. Aber ich kann ihn damit zerstören, cool. Jetzt werde ich Snake, geil. Da könnte ich hier durch die Wand durchschießen. Und wow, Moment, ich habe Level 3. Geil, King ist mit mir. So.
Nein! Oh, Leute. Es ist ein wenig blöd gerade. Ich kann mich nicht heilen und... Also ich könnte mich schon heilen mit dem Live-Pod, aber wie schon gesagt, das möchte ich nicht. Das ist einfach unnötig, mich jetzt mit dem Live-Pod zu heilen. Und Herzen. So fängt es doch mal gut an. Da sind noch mehr Herzen. Jede Menge Herzen. 19 Leben. Jetzt sollte ich es schaffen. Okay. Alles ist wieder im grünen Bereich. Ich brauche den Live-Pod garantiert nicht. Du triffst uns auch nicht. Wir können dir gut ausweichen. Aber ich will den Kristall haben. Gib mir den Kristall. Du triffst uns nicht. Friss das. So. Ah, ich gehe nochmal zurück. Ich will von denen möglichst viel haben. Gebt mir alles, was ihr habt. Gebt mir eure ganzen Kristalle. Ich will nämlich mit King kämpfen. Nicht mit seinem Schwert. Mit seiner Seele. Ja, irgendwie gibt mir der eine da immer Raketen. Egal, wie oft ich ihn abschieße. Aber was soll's. Ich komme nicht dran. Also bringt's mir auch nichts. So, ausweichen und schnell. Ja, King. Sehr schön. Jetzt kommt King zum Einsatz. Wunderbar. Du... Auch so. Wenn ich schnell genug angreife. Jawohl. Und seht euch das an. Ich bin zwar getroffen worden, aber King hat total viel Schaden gemacht. Erstmal du. Du nervst nämlich da oben ein wenig. So. Okay, scheiß auf den Kristall. Er ist zwar 20 wert, aber ich muss erstmal dich nerviges Vieh ausschalten. 13 nur noch. Mal gucken. Ich überstehe das. Ich sag jetzt einfach, ich bestehe das und dann werde ich das auch bestehen. So, Punkt. Aha. Kommst du da rüber? Ja, kommst du rüber. Sehr schön. Wir können uns nicht treffen. Okay, du vielleicht schon. Oh, yeah. Was soll's. Nein, nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, 5 nur noch. Das läuft nicht gut. Und 3 von euch, was soll der Mist? Ja, genau, Curly, mach du das. Das ist sehr schön. Du kannst sogar in den Stacheln stehen, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen. Curly ist so ein übermächtiger Roboter hier. Ich komme mir vor wie in Call of Duty, wo die Teamkameraden dann alles fertig machen und man durch ein Level durch kann, ohne irgendeinmal zu schießen. So. Egal, Raketen verschwindet, das ist mir jetzt egal. Ihr seid zwar schön und ich nehme euch gerne, aber solange ich getroffen werde... Ja, Curly. Curly, du machst das wunderbar. Ey, ich bin so froh, dass ich dich dabei habe. Was würde ich nur ohne dich machen, aber du könntest es auch noch ein bisschen effektiver machen. Jetzt die da unten bitte noch. Nein? Willst du nicht? Na gut, dann versuche ich es mal mit dem Feuerball. Ja, es funktioniert. Wunderbar. So, du auch noch? Bitte? Perfekt. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, was mich da hinten erwartet. Dieser fiese kleine... Ah! Frechdachs. Von dem ich mich nicht treffen lassen dürfte. Sollte. Ah, der ist immer noch nicht tot. Curly, mach was dagegen. Los. Du bist meine einzige Hilfe. Ja, bäh. Okay. Ich traue mich nicht, darunter zu gehen. So, das ist doch schon viel besser. Danke, Curly.